Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Folge Talbach. An der Stelle nochmal riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr immer so zahlreich an meiner Umfrage teilnehmt. Ja, da habt ihr jetzt entschieden, Bergmann oder Talbach. Da habt ihr jetzt meistens entschieden, Talbach. Ich freue mich, dass es die Talbach war. Ich will. Ja, auf der Bergmann sind jetzt zurzeit ziemlich viele Leute. 4 oder 5 Leute. Ja, das ist der Yogi, der Ansgar, nochmal einige andere Leute. Wirklich an der Stelle super, dass ihr euch so entschieden habt. Talbach ist auch eigentlich eine Karte voll auf Produktionen und bitte seht mir nach. Das ist jetzt mein erstes Projekt mit Produktionen. Also die ganze Geschichte mit Produktion und das Ganze, das ist für mich komplettes Neuland. Salat anbauen, das Ganze. Mit den Äpfeln, das weiß ich jetzt auch nicht, wie erntet man die Äpfel vom Baum und die auch die Orange und das Ganze. Ja, da gibt es dann wieder, gibt es Bio-Abfall oder wie das sich nennt. Da haben wir dann auch Fahrsilo bei uns am Hof auf der anderen Seite. Nee, halt, der Hof gehört uns, glaube ich, nicht. Da schauen wir nach. Orange fermentiere. Das ist es. Bio-Abfall, genau. Da gibt es bei uns am Hof oder auf der anderen Seite vom Hof, das kommt glaube ich nicht mehr zu unserem Hof, gibt es Fahrsilo, Durchfahrsilo, wo man kann Bioabfall drin lagern. Ja, was wir das nutzen können und wie wir es nutzen können, Leute, das kann ich euch selber nicht sagen. Da müssen wir uns einfach in die ganze Geschichte, müssen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen reinfuchsen. Wie gesagt, ist für mich, Produktion ist für mich komplettes Neuland. Ich freue mich drauf. Habe ich jetzt mal richtig Bock drauf auf Produktionen, dass man auch mal ein bisschen, einfach ein bisschen Abwechslung in die Projekte reinkriegt. Jetzt haben wir ja ein Projekt Ostseeküste, wo man auch sehr viel baut. Galgeberg, Little Farm, da bauen wir ja auch. Und eben jetzt die Talbach, wo man jetzt mal voll auf Produktionen geht. Und dann noch die Map-Vorstellungen, genau. Genau, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind im Glasfaserausbau, sind sie bei mir jetzt in der Straße fertig. Also die sind jetzt da in der anderen Straße unter mir. Ja, und in der Kurve kommen dann da an der Seite wieder zu mir hoch. Oder halt die zu mir hoch. Neben mir ist ja nun mal das Nachbarhaus. Ja, dann denke ich mal, dass sie die nächste Woche der Elektrokasten setzt und dann werde ich auch bald hoffentlich den Anschluss kriegen. Also die, wo mir die, das Leerrohr von der Glasfaserleitung in den Keller gelegt haben, die haben gleich gesagt, das war jetzt vor 3 Wochen, haben sie mir gesagt, das geht aber mindestens nur 1 bis 2 Monate, bis ich den Anschluss kriege. Aber hey, das können wir jetzt so alles verkraften. Wie gesagt, wir sind auf der Zielgerade. Es geht im Ende zu und dann haben wir Glasfaser und dann freue ich mich drauf, wenn wir endlich auch live streamen können. Genau, LS25, da weiß ich jetzt neu, kommt er jetzt dieses Jahr, kommt er nächstes Jahr, keine Ahnung. Aber da habe ich mich entschieden, LS25, da werde ich mich nur noch auf 4 Projekte konzentrieren. Little Farmer, Big Farmer, Angezockt und Map-Vorstellung. Ja, vielleicht ab und zu mal so ein Projekt mit 1, 2 Folgen, irgendwas anderes. Little Farmer, Big Farmer werden wir wahrscheinlich auch wieder auf lange Zeit spielen, aber da möchte ich dann mit euch nochmal eine Umfrage machen, wie ihr euch da entscheidet. Aber ich denke mal, dass ihr auch wieder sagt, ja, Little Farm, Big Farmer wieder auf lange Zeit. Angezockt, das dürft ihr dann entscheiden. Das machen wir dann jetzt auch wieder so. Ich starte jetzt mit Angezockt, wird jetzt auch wieder gespielt. Wir startet dann mit dem Westerwaldkreis, wenn die rauskommt. Ja, und dann, wenn eine schöne Karte für mich rauskommt, mache ich wieder Umfrage, bleiben auf der Westerwaldkreis oder wechseln wir auf die nächste Karte. Das dürft ihr dann entscheiden. Ich werde es dann so machen, dass ich einen Ordner anlege, wo ich die Karte schon die ganze Mods und das ganze Zeug drin habe, sodass es für mich einfach ist, so eine Karte anzulegen. Also ich möchte da keinen großen Aufwand betreiben mit irgendwelche Sachen vorbereiten und machen und so, wenn ich genau weiß, in 5, 6 Wochen kommt eine neue Karte und mir wechselt dann wieder. Das muss für mich einfach kalter werden, sodass ich auch mit dem Wechsel von der Karte nur wenig Arbeit habe. Wie wäre es denn auch so machen, dass man immer wieder neue Maschinen testet, wo im Mod-Hub rauskommen oder bei verbieten Mods, dass man einfach die draufnimmt, mit denen spielt. Wie man es auf der, wie hat die geheißen, wo wir die Göwald-Presse aus zwar auch das Projekt angezockt, haben wir doch auf der einen Karte die Göwald-Presse probiert auf dem Hof, da in den Bergen. Wie hat die geheißen? Ich denke mal, ihr wisst, was ihr meint. Was ich meine. Da haben wir ja die Göwald-Presse ausprobiert. Und so möchte ich jetzt auch immer bei Angezockt machen. Also Angezockt mit dem Map oder Projekt einrichten, das muss für mich einfach kalter werden, wenn ich genau weiß, dass es immer wieder Map-Wechsel gibt. Ich habe da auch keine Zeit dazu, da jedes Mal bei Angezockt dann eine Karte einrichten mit 2, 3 Stunden. Ich werfe die Karte rein in Ordner. Ja.
Mal schauen, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Standardmaschine rauslösche oder lasse ich sie drauf, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eher, dass ich sie drauf lasse. Wenn was Schönes rauskommt mit dem Mod hab, wenn man mit dem Spieler andere Maschinen verkaufen. Wie gesagt, es muss halt einfach, für mich einfach kalter wäre, dass ich mit dem Projekt angezockt, wenn man oft Map-Wechsel haben, dass das für mich ganz einfach kalter wird, damit ich da auch viel Arbeit damit habe. Genau, Talbach, da gibt es jetzt kurz, heute kurzes Update. Was mir macht, mir kennt ja schon, ich glaube, zwei Folge haben wir ja schon gemacht und dann haben wir ja Projekt angezockt, gestoppt. Ich weiß gar nicht mehr, weshalb haben wir denn das Projekt gestoppt gehabt. War das zu viel oder so? Wie gesagt, es ist jetzt auch schon wieder viel. Wir haben jetzt Big Farmer, wir haben Little Farmer, wir haben den Krumbach, wir haben Talbach, Gemeinderade, Multiplayer und dann eben nur, Gemeinderate, Multiplayer, Gemeinderate, Livestream und dann eben noch Multiplayer, da möchte ich ja auch nochmal Projekt spielen. Ja genau, da sind wir beim LS25 ja dann auch wieder bei 5 Projekte. Und von dem her, weil das, was ich jetzt schon wieder, ja genau, Rehbach haben wir ja auch noch, das sind 6 Projekte, ist irgendwas, aber ja, wie gesagt, ist eigentlich für mich schon wieder fast zu viel, aber hey, ich ziehe das jetzt durch, ich habe mich jetzt so entschieden, ich ziehe das jetzt das Ganze durch und wenn es halt ein bisschen weniger Folge gibt, oder weiß, ein bisschen weniger Folge gibt, ich werde so machen, von jedem Projekt 2 Folge und dann werde ich wieder die Map wechseln, die nächste Map wieder 2 Folge, nächste Map 2 Folge, nächste Map 2 Folge und so werde ich es jetzt durchziehe bis zum Next LS. Ja, Glasfaser habe ich die Karte eigentlich ziemlich schnell hochgeladen. Das war eigentlich bei mir auch immer das Problem, dass ich kein Glasfaser gehabt habe und dass ich über 8 Stunden so eine Karte hochladen muss. Und dann brauchst du zu lang zum Hochladen, dann bricht YouTube wieder ab, weil du zu lang braucht hast zum Hochladen. Ja, ich sage ja, Endspurt. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, schwätze nicht nur lang um den heißen Brei rum. Ich zeige euch kurz, wie es jetzt gerade mit dem Hof oder wie es jetzt gerade das Update, wie man jetzt gerade mit dem Update steht. Wir haben schon 10 Kühe. Da müssen wir mal schauen. Da denke ich mal, dass wir da ein bisschen Futter noch zukaufen müssen. Aber genau, wir starten mit 100.000 Euro. Ich habe eine Folge schon gemacht, aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen den Spielstand anpassen und Update gemacht und so. Also jetzt starten wir richtig durch mit dem Projekt. Wir starten mit 100.000 Euro, geht auf 2 Tage. Kühe haben wir schon 10 Stück. Ja, da muss ich jetzt mal schauen. Es kann sein, dass wir Futter knapp wird, dass wir noch ein bisschen was zukaufen müssen. Was ich schon wieder richtig feier, Leute. Wir müssen den Stall selber ausmischen. Dort hinten ist die Mischplatte. Genau. Dann haben wir da drüber Hühner. Ich glaube auch schon 10 Stück. Oder haben wir mehr? Ich glaube 10 Stück. 10 Stück, genau. 10 Hühner von 50. Dann haben wir noch. Ist das eine Katze? Nee, halt. Ist ein Huhn. Dann können wir noch Katzen züchten. Die sind im Haus. Da sind sie, die ganze Katze. 10 Katzen, ja, das machen wir auch mit. Wie gesagt, da gehen wir jetzt mal wirklich voll das Programm mit der Produktion, wie man auf der Bergmann ausspielen würde. Aber Leute, ich freue mich, dass ihr euch für Talbach entschieden habt. So haben jetzt ein bisschen andere Karte. Ist eigentlich das Portal zu der. Spawn da zu der Hof Bergmann. Dann haben wir da Katze. Genau, wir haben Katze. Nein, wir haben Kaninchengehege. 100 kann ich. Oh, ah, okay. Da muss ich mal schauen, was wir da reinfahren müssen. Das müssen wir wahrscheinlich mit dem Schubkarre machen. Da kommt der Traktor nirgends rein. Ja, da muss ich mir jetzt auch mal ein bisschen reinfuchsen mit dem Schubkarre. Denn Schubkarre, wenn ich Schubkarre oder das Wasserfass fahre, dann muss ich eben mit Lenkrad und Gaspedal. Ja, aber ich stelle es nicht um. Da fahren wir. Da laufen wir halt mit Lenkrad und Gaspedal. Ist schon nicht schlimm. Ich möchte es auch ein bisschen auf einfach kalte haben und nicht da mit 150 Sachen rumstellen und wieder neue Einstellungen machen und das Ganze. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das, den Joystick geholt, wo der Yogi jetzt auch hat, wo man verschiedene Bedienebenen hat. Aber ich habe jetzt in das Ganze schon investiert und das möchte ich jetzt schon wieder verkaufen, weil das Ganze. Gaming-Sache kriegst du auch nicht so einfach verkauft, weil das halt jetzt auch ein bisschen ersparte ist, wo nicht jeder macht. Das sind halt Sachen, wo nicht jeder im Haushalt brauchen kann. Genau, dann haben wir, den Garten haben wir auch schon angelegt, genau. Da wachsen schon unsere ganzen Produkte, was ist denn das nochmal genau? So, auf ja, genau, Tomatensalat, Gurke, Zwiebeln, Möhre, Erdbeere. Ja, wir können Erdbeere auch mitnehmen, können wir Erdbeermarmelade machen. Ganz ehrlich, bei uns im Dorf gibt es auch einen Betrieb, der verschiedene Marmelade verkauft, aber ich denke mal, dass er die zukauft, weil ich sage, Orange mal, Erdbeere wachsen bei uns. Ich habe ja bei mir selber auch Erdbeeren im Garten, aber die anderen zwei Marmelade, das wächst bei uns nicht. Keine Ahnung. Ne, komm, wir lassen es weg. Genauso, da gibt es auch noch andere Sachen.
Wir werden auch das da machen, das beim zweiten Garten, das ist der Betz Farming House. Haben wir nur mal einen Garten, da werden wir alles machen, das sind doch, nee, Erdbeeren lassen wir da auch weg. Buttertrommel nehmen wir mit, Brot nehmen wir mal mit, Silageherstellung. Also wir machen wirklich auf der Karte alle Produktionen bis jetzt auf die, gerade schau, da war doch irgendwas mit, ja, Sägewerk, muss jetzt mal schauen, Bretter lang, Balken. Setzen wir mal nur ein Fragezeichen dahinter, aber dann gab es doch nur irgendwas mit Schafe. Mit doch nur Schafe, wo können wir denn die Wolle und das ganze Zeug verkaufen? Schafe können wir wahrscheinlich die Wolle nur verkaufen, oder so. Muss ich schauen, also wir haben Schafe und es gibt auch Verkaufsstelle, aber das ist wahrscheinlich keine, wo wir können Kleider und, ja gut, Kleider möchte ich auch, jetzt ein Landwirt stellt keine Kleider her, von dem her Wolle produzieren, da können wir ordentlich damit Geld verdienen. Es gibt ja viele Betriebe, die Schafe haben. Einfach die Wolle verkaufen und da damit Geld verdienen und das war's. Wie gesagt, wir werden alle Produktionen mitnehmen. Bretter lang, Bretter kurz, Balken, machen wir Fragezeichen dahinter. Aber sonst der Rest werden wir die fast alle Produktionen machen. Bis eben auf Erdbeere in unserem Gemüsegarten. Die machen wir heute mit. Ja, da bin ich eigentlich weniger ein Freund. Genau, die Wachstasche und gedeiht. Wasser und das haben sie schon alles drin. Da kann es dann nachher auch losgehen. Mit dem Kompost, da muss ich auch mal noch schauen, was man mit dem Ganzen, den ganzen Geschichte da machen kann. Dann haben wir, da war noch mal, ja, genau da. Okay, können wir eigentlich nachher auch schon bewirtschaften. Komm, den nehmen wir als nächstes auch gleich mit. Bringt da einen Sack Dünger hin und einen Sack oder einen Eimer Wasser. Befüllt den, dass da auch schon irgendwas wächst. Oder irgendwas, dass da auch schon die ganzen Produkte und das Zeug wächst. Ja, da können wir da schon ordentlich Geld verdienen. Genau, andere Betriebe, der Schafhof, muss ich gerade schauen. Wir haben, also uns gehört jetzt nur der Betrieb. Auf dem Betrieb haben wir jetzt 10 Kühe und 10 Hühner. Und eben die zwei Obstgärte, ja, Gemüsegärte. Und dahinter haben wir noch eine Apfel- oder Orange. Apfel- oder Orangebaum ist das, glaube ich, ein Apfelbaum. Ist ein Apfelbaum, genau. Da muss man noch schauen, wie man da die Äpfel erntet. Muss ich da nur so Palette hinstellen? Weil da haben wir ja die Palette, wo man können die Äpfel drin lagern. Da sind ja auch schon so Äpfelsymbole drin. Das ist, Fixfarm aktiv. Das kommt darüber in die Silageproduktion. Die nehmen wir natürlich, wir nehmen alles im Betrieb, habe ich ja gesagt. Und dann mit der kleinen Biogasanlage. Oh, Leute, da bin ich mir irgendwie nicht ganz schlüssig. Nimmt die Anlage nur Gärsubstrat? Was ist der Unterschied zwischen Gärsubstrat und Gärreste? Kann mir das mal einer unter in? Ich muss einfach mal bei Google googeln, was da der Unterschied ist. Kurz rein. Hier ist jetzt die große Anlage. Da haben wir die kleine Anlage. Gärsubstrat müssen wir reinfahren und kriegen dann Methan und Gärreste raus. Aber die Anlagen beide außer einen Feststoffbunker. Das muss ich mal ausprobieren, ob die auch Silage und das ganze Zeug annehmen. Das mache ich, glaube ich, mal mit Easy Development. Einfach wieder Spielstand, Speicher ausschalten und auch Zeit anhalten, das ausprobieren, ob die auch Mais-Silage, Gras-Silage, das Ganze nehmen. Mischdünger, ja, Mischdünger, nee, wir brauchen auf der Karte. Du bist unter Dünger, da werden wir nichts vergären. Und können andersweitig noch ziemlich genug Geld verdienen. Da muss ich mal schauen. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig, weil ich kann da nur Gülle reinfahren, aber es gibt keinen Stutzer, wo ich Gärreste rausholen kann. Da ist ein Stutzer zum Gülle reinfahren und kein Stutzer zum Gärreste rausfahren. Nee, drüber. Was da drüber noch was, glaub ich. Nee, nee, da ist da. Keine Ahnung. Ja, das muss ich noch mal schauen. Das muss ich einfach mal ausprobieren, ob die auch andere Sachen annimmt. Wie gesagt, was mich wundert, ich kann da keine Gärreste raushole. Ich glaube eher, dass wir können Gülle reinfahren und dass das alles bei der Anlage in Methan und in Biogas umgewandelt wird. Dass wir aus der Anlage gar keine Gärreste rausfahren können, sondern dass das alles Sachen sind, die wir weiter brauchen für die Produktion. Weil das Methan, das brauchen wir ja wieder für, muss ich gerade schauen, für die Getreidetrocknung. Getreide und Methan, genau. Was man mit dem, da muss ich mal schauen. Ich glaube, das Methan wird dann automatisch eingespeist in die Anlage, weil ich habe jetzt da keinen Träger, wo ich das, Getreide mit dem Hänger reinkippe, das ist mit der Schaufel reinkippe und sonst gibt es keinen Träger. Ja, von dem her, ich denke mal, dass das Methan dann automatisch darüber geleitet wird und dann für die Getreidetrocknung verbraucht wird. Was wir mit dem Biogas anfangen können, also muss ich mal schauen, wahrscheinlich können wir das auf. Schauen wir gerade, ist das Gas? Methan? Ne,
da haben wir keine. Also gut, das heißt für mich, Methan wird dann automatisch in die Getreidetrocknung geführt und das Biogas, haben wir Balkenkompostgetreide, Luzerneheu, Kleeheu, Druck, Kleeheu, Nass. Genau, wo ich jetzt das gerade liegt mit deiner Kleesorte, Mais Plus müsst ihr rausnehmen auf der Talbach. Das macht ein bisschen Probleme, wird euch Probleme machen. Will ich habt ihr euer eigenes Getreide, wie soll ich sagen, ihr eigenes Getreideskript, ja, Getreideskript verbaut. Es steht auch drin, man sollte Mais Plus rausnehmen, weil das kann zu Probleme führen. Genau, jetzt schauen wir aber gerade mal. Ihr müsstet doch noch irgendwo Methan haben. Oh, Joghurt. Apfelkartoffel, Salatkartoffel. Jetzt kann man schauen. Ich glaube, ich habe da wieder das Kartoffelpack mit drauf. Dann das werfe ich runter, weil sonst wird das zu viel. Ich habe jetzt auch da nirgends keinen Platz, um die Halle und das Zeug bauen. Ich glaube, das schmeißen wir raus. Nebgas. Ja, da muss ich nochmal schauen. Wo haben wir das Biogas? Ich habe nirgends kein Sonnenblumen, Rapsöl, Olivenöl. Öl muss ich auch mal noch gucken. Da muss auch irgendwo. Gibt's nix. Okay. Also was das heißt für uns, Sonnenblumenöl, Rapsöl und Olivenöl einfach bei der. Ja, halt mehr gar keine Verkaufsstelle. Gut, wir können ja auch gar kein Raps und Olivenöl oder halt ja Raps und Sonnenblumenöl pressen, wenn wir keine Ölmühle haben. Das heißt für uns einfach das normal geerntete die Sonnenblumenkörner, die normal geerntete, einfach verkaufen. Sonnenblumen verkaufen bei der Baywa. Da kriegen wir 4.342 Euro dafür. Ist jetzt gerade, Preis steigt jetzt gerade, ja. Müssen wir mal schauen, ob der noch weiter steigt oder wie oder was. Genau, da müssen wir uns jetzt überall, oh, Leute, es gibt ein geiles Projekt, da müssen wir jetzt überall uns ein bisschen reinfuchsen mit deiner ganzen Produktion. Ja, gehen wir mal kurz in die Feldfläche. Also der Hof gehört uns schon. Die Schafweide müssen wir dazu kaufen, also die gehört uns neu. Das steht da, die kaufen wir so dazu. Wir werden auch alle Tiere machen, bis auf Pferde. Da schauen wir auch noch mal kurz rein. Tierübersicht. Also Kälber, da werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt schon demnächst alle Kälber-Iglos voll machen mit kleinen Kälber. Kaninchengehege nehmen wir mit Hofkatzen, nehmen wir mit Hühnergehege. Ja klar, nehmen wir auch beide mit. Eins, das ist nur eins. Schafweide, Schweinestall, Schafstall, Pferdekoppel, Pferdestall, das lassen wir weg. Aber der Rest, das machen wir alles. Biogasanlage, da nehmen wir auch die große mit. Da geben wir auch zwei Biogasanlagen. Ja, Geld können wir brauchen. Das ist die zweite Anlage, die ist da, also gar nicht weit von uns entfernt. Das ist gerade da ein Katzensprung rüber. Ich werde alles selber machen, bis auf der Helfer, der wird auch öfters mal uns noch Felder anbauen. Ich denke mal, die Felder kann auch der Helfer ziemlich gut bewirtschaften, auch wenn sie nicht immer hundertprozentig viereckig sind, aber sie haben eckige Kante, also keine natürliche Formen, sondern eckige Formen. Und auch da müsste der Helfer eigentlich ziemlich gut klarkommen. Jetzt zum Beispiel bei dem Feld würde ich jetzt darum zweimal Vorgewände ziehen und eben darum Vorgewände ziehen und komplette Länge, sodass der Helfer dann immer sieht, wo er umdrehen muss. Und der müsste eigentlich die Geschichte ohne Probleme laufen. Klar, bei so Felder wie zum Beispiel bei dem oder bei dem Feld, da geht der Helfer heute automatisch da rein. Wenn ich den da starte, fährt er da dran vorbei und macht den da oben weiter. Da muss ich halt der Helfer dann nur mal setzen, dass er das kleine Stück da macht. Aber ja, Helfer ist einfacher wie der Curseplay. Den müsste ich jedes Mal programmieren und wieder neue Einstellungen machen und so. Und mit dem Projekt wollen wir ja ein bisschen vorwärts kommen. Das soll auch ein bisschen auf einfach gespielt werden. Ich denke mal, dass ich da überwiegend mit der Kamera hinterherfliege, also ohne Track-AR. Dafür haben wir ja die anderen Projekte. Grumbach, Ostseeküste, Little Farmer. Da fahren wir, spielen wir überwiegend mit Track-AR, sodass wir das Projekt dann einfach mal ein bisschen ohne Track-AR spielen. Ja, ist auch vielleicht ein bisschen für euch Abwechslung, dass man einfach auch mal von außen die Maschine sieht. Genau, was so dazu kommt, sind die ganzen Pferde, keine Ahnung, was da noch alles, wie ich jetzt gerade gesagt habe, der Pferdestall, da unten ist dann nochmal irgendwas, Buttermischanlage, das ist, glaube ich, für Schweine, ist auch da die Schweine, Weberei, gehen wir mal kurz hin, ich glaube, das ist eine, die wir kaufen können, klar, die müssten wir jetzt wieder, hey, das ist ja der Sinn von dem Projekt, Weberei einfach kaufen, müssen wir dafür Geld verdienen, damit wir die Weberei kaufen können, da kippen wir Wolle rein. Ne, das ist, glaube ich, nur eine reine Verkaufsstelle. Da ist jetzt nirgends kein Trigger, wo man die Weberei kaufen können. Nein, ist eine reine Verkaufsstelle. Okay, alles klar. Wie gesagt, mit der ganzen Produktion und dem, da kommen wir noch ganz schön, da kriegen wir noch ganz schön Arbeit, weil
ich möchte ja alles selber machen. Klar, der Helfer wird mir auch ein bisschen helfen auf den Feldern, gerade auf den Feldern und so. Aber ich denke mal, wenn wir dann so immer mehr Produktionen und immer mehr Tiere kriegen, wow, ich glaube, da sind wir dann gut beschäftigt mit dem ganzen Wegbringen von den Produkten, das, jenes. Da sind wir dann gut beschäftigt. Aber ich versuche das auf 2 Tage zu machen. Mit dem Helfer müsste man da eigentlich ziemlich klarkommen. Mal schauen. Ich denke mal, wenn wir da ein bisschen größere Felder dazu nehmen, jetzt das da, das sind alles so Felder, die kann man locker noch mit 6 Meter bearbeiten. Aber wenn es dann mal auf die 18 geht oder auf die 4 oder ist das 16? Nein, 14. Wenn man auf die 14 geht, das sind dann so Felder oder die 2, da würde ich dann schon eher sagen, da gehen wir auf 9 Meter, dass es einfach ein bisschen vorangeht. Wie gesagt, ich habe es euch schon mal gesagt, da spiele ich dann immer ein bisschen mit der Arbeitsbreite. Ich möchte bei allen Projekten realistisch bleiben, aber mit Arbeitsbreite gehe ich auf deine Projekte immer an die Grenze. Was schon grenzwertig ist, was ihr sagt, hey, das ist nicht mehr realistisch. Also, ja, da können wir auf 9 Meter gehen, dass wir einfach mit so größeren Feldern bis zur Stelle vorankommen. Aber wir haben bestimmt auch nicht mehr wie 6-7 Felder. Jetzt mal schauen, wie wir es machen und wie weit wir kommen bis zum nächsten LS. Wie gesagt, das Projekt, das spielen wir auch mal durch bis zum nächsten LS. Mal schauen, wo man dann mit dem Projekt steht, bis wir das nächste Projekt anfangen. Ja, jetzt mal schauen, ich bin vielleicht auch noch am überlegen, dass ich neben Big Farmer, Little Farmer angezockt noch Projekt mit Produktionen spiele und Abbott Map Vorstellung. Ja, aber da sind wir halt auch schon wieder bei 5 Projekte. Ja, muss ich schauen, da mache ich vielleicht mal eine Umfrage, was ihr da dazu meint. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch mit einem Projekt hätte ich auch Bock, wo man mal ein bisschen so Produktion spielt, jetzt gerade so Hofbergmann, Talbach oder sonst irgendwas. Aber da sehen wir dann, was die Zeit noch bringt. Aber nordfriesische Mars als Singleplayer ist mir zu groß, da habe ich keinen Bock drauf. Da 5-6 Stunden lang auf dem Feld rum eiere und euch da 2-3 Videos bringe, wie ich nur am Dresche bin. Da habt auch ihr keinen Bock drauf. Ich möchte ein Projekt für euch machen von jedem. Bei mir muss die Ernte noch mindestens 2 Folgen abgeschlossen sei, aber dann kommt die 2. Folge wirklich nur Timelapse von der Ernte oder nur ein kleiner Teil von der Ernte, dass man in der Folge dann schon wieder in der nächste Ernte startet, Zucker, Rübe, Kartoffeln, keine Ahnung, Maishäckler oder sonst irgendwas. Da möchte ich auch schauen, dass die Folge für euch interessant bleibt. Okay, schon wieder genug quatscht. Oh, Leute, wo ich schon wieder bei so irgendwas, ich glaube 22 Meter oder so irgendwas, sind wir jetzt schon wieder. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht im LS, ist echt der Hammer. Genau, jo, da freue ich mich drauf auf das Projekt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, like it, vergesst, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.